Ich bin Lars von Rhein, arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fernuni Hagen und ich präsentiere Ihnen heute das Automatic Assessment Tool, Werkzeug, das Teil einer Arbeitsgruppe des D2L2 mit der Fernuni in Hagen, aus der Fernuni in Hagen ist. D2L2 ist unser Forschungsschwerpunkt, Digitalisierung, Diversität und lebenslanges Lernen. Und wir bestehen aus Forschenden der FEU und des DFKI. Heute werde ich dabei unterstützt von meiner Kollegin von der FEU, Silke Wrede, und vom DFKI von Dr. Chavang und Hong Li. Ja, und zusammen bilden unsere beiden Einrichtungen das AI-Edu Research Lab. Es ist ein Projekt unter der Leitung von Frau Professor Dr. Claudia de Witt aus der Fernuniversität in Hagen und Professor Dr. Nils Pinkwart vom DFKI. Das Projekt läuft noch etwa bis September nächsten Jahres und wir befassen uns zentral mit drei Zielen in diesem Initialprojekt, die zu drei Szenarien gehören. Heute befassen wir uns vor allen Dingen mit dem AAT, was sich aus dem ersten Szenario und Ziel heraus gebildet hat. Da geht es darum, wissensbasierte Expertensysteme zur personalisierten Studiumsbegleitung anzuwenden und zu erproben. Und tatsächlich heißt das auch, die selbst zu entwickeln. Abgesehen davon befassen wir uns auch noch mit selbstreguliertem Lernen über den Studienverlauf und mit Ethik und Sensibilisierung für künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung. Aber das ist heute nicht Fokus unserer Vorstellung. Das Automatic Assessments Tool ist Teil eines größeren Anwendungskonstrukts. Wir haben heute Morgen schon das IFSI, eine Quiz-Anwendung. Ähnlich dem AAT, allerdings basierend auf geschlossenen Fragesystemen größtenteils vorgestellt. Das AAT selbst ist noch eine Prototyp-Applikation, die im bildungswissenschaftlichen Modul an der FEU zum Einsatz kommt. Und ja, es liegen neben den Prototypen, den Sie heute noch nutzen werden, oder erkunden werden, besser gesagt, liegt außerdem noch eine technische Demo vor, bei der schon ein bisschen mehr der Funktionen sichtbar werden. Ich stelle Ihnen heute den aktuellen Stand kurz vor und ja, auch so ein paar Herausforderungen, die im Rahmen der Entwicklung der Anwendung selbst aufgekommen sind und wie es damit dann weitergehen soll. Zu dem AAT. Sie sehen hier jetzt die Nutzerinnenoberfläche, die UI, und die wurde orientiert dem Design der Fernuni Moodle-Umgebung. Moodle, für diejenigen, die es nicht kennen, ist ein Learning-Management-System, also einfach eine Online-Plattform, über die E-Learning-Angebote verbreitet werden können oder angeboten werden können, sehr verbreitet im Hochschulsektor, ist einfach eine der bekannteren Systeme dafür. Das System selbst basiert auf offenen Textantworten. Das heißt, hier im Gegensatz zum IFSI geht es um Fragen, die eine freie Textantwort fordern und das System soll diese freie Textantwort bewerten. Dabei wird die Bewertung bis jetzt auf Basis eines Scores von 1 bis 0, also in Schritten 1, 0,5 und 0, rückgemeldet. Und zusätzlich werden in der Textantwort, die ein Student einpflegt, also man sieht das hier oben, wenn man diese Textantwort einpflegt und dann eben auf den Einreichen-Button geht, dann wird die Textantwort unten farblich markiert. Dort werden dann Worte markiert, die ja positiv oder negativ sind, und zwar abhängig davon, ob der Gebrauch dieses Wortes zur Beantwortung der Frage sinnvoll ist. Das passiert oder das hat das System, das wurde dem System angelernt durch die Bewertung Lehrender. Und
Zusätzlich meldet das System eine möglichst gute, ähnliche Studierendenantwort zurück. Das heißt, die Antwort, die der andere Studierende gegeben hat, die dann zurückgemeldet wird als zusätzliches Feedback, die soll der Antwort des gerade aktiv nutzenden Studierenden möglichst ähnlich sein, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eben eine ja, möglichst gute Bewertungen haben. Das heißt, bestenfalls eine deutlich bessere Bewertung, sodass der Studierende in seiner Art zu denken sehen kann, okay, was würde jemand denn antworten, der ähnlich wie ich an die Frage herangegangen ist und dann die Frage beantwortet. In der aktuellen Demo-Version können dabei so 5 Fragen noch nur genutzt werden. Und einen Moment. Wir haben vor, zusätzlich zu den jetzt gerade erwähnten Funktionen noch ein visualisiertes Mindmap-Feedback zu geben. Das heißt, hinter dem Tool liegt von der Domäne des Moduls, also des bildungswissenschaftlichen Moduls, liegt eine Ontologie vor, die relevante Konzepte aus diesem Modul beinhaltet. Die wurde angelegt auf Basis von Studienmaterial. Also da arbeiten wir mit Studienbriefen, die kriegen Studierende analog vorgelegt, sowie auch digital. Und die wurden in einer Domäne, als Wissensdomäne wurden die angelegt als Domänenmodell. Und das System soll jetzt die Antwort der Studierenden abgleichen mit diesem Domänenmodell und soll auf Basis dessen Ausschnitte aus dem Domänenmodell rückmelden können, in denen dann es möglich ist, Zusatzinformationen einzusehen, welche der Konzepte schon ganz gut gelernt wurden, welche weniger. Und das würde dann nach so einem Hover-Prinzip und Point-and-Click laufen. Ja, und zusätzlich soll dann noch so eine farbliche Visualisierung sein. Das heißt, Sie sehen hier in dem Bild jetzt grün markierte Konzepte wären dann solche, die der Studierende schon sehr gut kennt. Das AAT wird aktuell als Eingangstool, also in der Studieneingangsphase, in der Moduleingangsphase besser gesagt, eingesetzt, soll also das Vorwissen abtesten. Und damit die erste Basis für ein Studierendenmodell auch hergeben in einem etwas größer gelagerten, übergreifenden System später als zukünftige Zielsetzung. Aktuell vorhandene Funktion für das AAT bei der Moodle-Demo, die stellt Ihnen gleich noch Frau Lee vor, sind die Freitexteingabe, also dass eben eine Antwort eingegeben werden kann. Die automatische Benotung, die bestmögliche Antwort ist, meint hier diese Studierendenantwort, die zurückgemeldet wird als Feedback. Und dann natürlich das Feedback in Form der Markierung positiv und negativ bewerteter Wörter sowie der Benotung. Auf Seiten der Lehrenden gibt es mittlerweile auch schon eine UI, die es ermöglicht, eben die Antworten, die das System gibt, vorher zu kontrollieren. Das heißt, wir sind hier in einem teilüberwachten System, das nochmal ermöglicht, eine menschliche Person zwischenzuschalten, die dann das Feedback des Systems nochmal korrigiert, Wortmarkierungen ändert und die Benotung eventuell auch ändert. Diese Funktionen, also auf Seiten der Lehrenden UI, die sind in dem Prototyp, den Sie später nutzen, noch nicht enthalten. Nur, dass Sie sich nicht wundern, das wird nur in der Demo möglich sein zu zeigen. Kann man mich gut verstehen? Ich sehe gerade im Chat, dass es Verbindungsprobleme. Okay, wunderbar, gut. danke für die Daumen. Genau. Wo war ich? Die Funktion, genau. Abschließend für Sie noch einmal, damit gleich mehr Zeit für Sie ist, auch zu testen, fasse ich Ihnen nochmal zusammen. Die Herausforderungen, vor denen wir jetzt gerade bei diesem System stehen, weshalb es auch nur ein Prototyp und eine Demo gibt und das noch nicht in dem Einsatz ist, die Größe unseres Datensatzes, die reicht einfach für zuverlässige Machine Learning-Ergebnisse nicht aus. Das heißt, unser Datensatz ist relativ klein. Wir versuchen, mehr Daten zu bekommen. Da ist bereits auch die nächste Lieferung
steht bereits an. Die Datenqualität ist ein Problem. Das heißt, wir haben inkonsistente Benotungen zwischen verschiedenen Ratern. Wir haben ein paar Fehler im Datensatz, die immer ausgeglichen werden müssen. Dazu fällt auch unter anderem eine ungleichmäßige Verteilung der Fallzahlen auf die verschiedenen Quizfragen. Das heißt, ein Teil der Quizfragen hat sehr geringe Beantwortungszahlen, weil diese Fragen alle freiwillig sind und viele Studierende zwei spezifische Fragen gerne umgehen. Das Problem muss gelöst werden. Im Moment wird das gelöst dadurch, dass die Fragen zusammengefasst werden. Und ja, und zu guter Letzt eine große Herausforderung ist noch das Feedback durch die Wortmarkierung. Aufgrund der Art der Domäne, der bildungswissenschaftlichen Domäne, ist es nicht immer sehr einfach, um einfach zu sagen, ja, das Wort ist falsch oder diese Antwort, dieses Wort ist besonders richtig oder das muss unbedingt gesagt werden. Das ist immer abhängig davon, wie die Argumentation in diesem Freitext ist. Wenn ich also beispielsweise bei der Definition von Mediatisierung den Begriff Digitalisierung gegenüberstellen möchte, dann ist Digitalisierung nicht gleich Mediatisierung, würde also auf der Seite falsch gesehen werden. Wenn es aber richtig verwendet wird, nämlich in der Gegenüberstellung der Begriffe zur Definition, wäre es positiv. Und in diesem Konzept, da haben wir noch Schwierigkeiten mit, da sind wir dran, das zu überarbeiten. Genau, da das zu reduktionistisch wäre. Kommende Ziele wären für uns, ein Plugin für Moodle natürlich zu erstellen, damit wir in die ersten Testungen gehen können. Dann brauchen wir deutlich mehr Datensätze, beispielsweise aus Altklausuren. Es gibt bereits, wie gesagt, neue Rohdaten sind vorhanden. Und ja, dann das Feedback durch die Visualisierung, das ich Ihnen vorgestellt hatte. Das ist ein Ziel, das auf das Domänenmodell dann auch zuzugreifen. Und ja, zu guter Letzt eben die Wortmarkierung als Bewertungsmaßstab. Da müssen wir auch nochmal dran feilen. Das soll es erstmal von meiner Seite gewesen sein. Was jetzt auf Sie zukommt, ist, dass Frau Lee Ihnen einmal eine Demo-Version zeigt mit den Funktionen, die in dieser Demo vorhanden sind, und Sie danach einen Link bekommen zu einem Prototypen, bei dem Sie selber mal erkunden können. Der ist noch sehr einfach gestaltet, zeigt aber, glauben wir, ganz gut, was aus diesem AAT irgendwann mal werden soll. Für Sie als Information, da wir gerne auch Fragen von Ihnen beantworten möchten, Sie können während der Nutzung des Prototyps gerne Rückfragen stellen. Das können Sie entweder im Chat tun. Oder wenn Sie auf der linken oberen Ecke wahrscheinlich im Bildschirm schauen, dann müsste dort ein kleines Männchen mit einer gehobenen Hand sein. Und da können Sie, das heißt dann Request Broadcast Permission, da können Sie anfragen, dass Sie Sprecherrechte bekommen und die können wir Ihnen dann freigeben. Also wenn Sie aufzeigen möchten, das ist die Funktion dazu. Und damit würde ich an Frau Lee übergeben und schließe so lange die Präsentation. Bitte schön. Ja, sehen Sie schon jetzt meine Browserfenster? Und das ist das sogenannte unser Prototyp. Und ich weiß nicht, jetzt. Und mit diesem Prototyp kann man schon ein bisschen sehen, wie unser AAT-System, welche Idee das System zeigen möchte. Das heißt, hier für die Fragen kann man diese Beantworten hier angeben und dann danach sieht man die automatische Bewertung und auch die negative und positive Terme, die auch alles automatisch hier freigeleitet sind. Und wenn man auf einen Term hier klicken, dann sieht man auch diese Ontologie-Graph. Und ich werde später nach meiner Demo-Session die Link hier bekannt geben und kann jeder hier schon ein bisschen klicken und sehen. Und wie gesagt, hier ist es diese bestmögliche Lösung, sodass die Studenten oder
der Benutzer eine Ahnung von Musterlösung hat. Und außer diesem System möchte ich gerne noch eine andere Anwendung von unser AAT-System zeigen. Bei dieser Anwendung können beide Studenten und Lehrerinnen zusammenarbeiten. Das heißt, erstens, der Student kann bei unser System einloggen und Fragen beantworten. Und die Antwort wird von unser AAT-System automatisch bewertet, aber nicht direkt an Studenten zurückgegeben, sondern an den Lehrerinnen. Und die Lehrerin kann die Bewertung kontrollieren und überprüfen, anpassen und dann das Feedback final an Studenten geben. Jetzt zum Beispiel kann ich als ein Student anloggen und dann sehe ich diese Studentseite und insgesamt 6 Fragen und ich kann mal auswählen, was zu beantworten. Oder ich kann auch als Lehrer hier anlegen. Und dann das System sagt dem Lehrer, ja, das gibt so viele Studenten, hat so viele neue Fragen beantwortet, bitte kontrollieren. Ich sehe, dann sehe ich genauer diese Details. Wer hat was beantwortet? Und grün bedeutet schon erledigt. Und blau bedeutet neue Fragen, die man jetzt auf diese Überprüfung von Lehrern wartet. Und die Lehrer wird auch so regelmäßig Notifikationen bekommen. Und ja, in der E-Mail wird immer gesagt, bitte kommen Sie zu neuen Prüfungen. Und jetzt zeige ich zum Beispiel, als Studentin möchte ich gern was beantworten. Ich kopiere hier zum Beispiel eine Antwort zu dieser Frage und sage, okay, jetzt kommt meine Antwort und dann wird der Lehrer hier eine neue Antwort sehen. Und man sieht, ja, hier, das ist genau meine Antwort, gerade eben. Und ja, das sieht relativ gut. Unser AAT-System wird automatisch sagt, sehr gute, super Antwort, weil solche Konzepte kommt und das ist meine Begründung, warum dieser Student gute Punkte bekommt. Und der Lehrer kann sagen, ja, ich finde es auch, das ist wirklich gut. Oder der Lehrer kann sagen, na, eigentlich nicht so gut, ja, kann auch anpassen. Und dann für die Begründung eigentlich auch, der Lehrer kann einfach sagen, ja, ich habe auch dieselbe Meinung. Oder der Lehrer sagt, nein, eigentlich, das soll negativ sein oder solche Wörter soll negativ sein. Aber bei dieser Antwort findet der Lehrer vielleicht, ja, das passt, mache ich nichts. Und finde ich die bestmögliche Antwort hier auch super, sehr gut, dann akzeptiere ich auch. Das heißt, der Lehrer kann wirklich sehr viel Zeit und Energie sparen und dann direkt hier das Feedback weitergeben. Und dann wird der Student hier das Feedback sehen. Das ist genau das Feedback. Und weiter sieht der Student auch die alle Konzepte als Begründung, warum man diese Punkte bekommt. Und die bestmögliche Antwort sieht man auch. Und wenn man weiter sagt, ich möchte gerne weitere Fragen beantworten, dann schickt man ein weiteres Beispiel und dann sieht der Lehrer hier die Frage 3, ist es jetzt blau, das heißt, das wartet auf die Überprüfung, aber diesmal ist es die Antwort echt nicht so toll. Das System bewertet es als 0 und es gibt zwar schon hier zwei grüne Konzepte,
Aber leider, das ist eigentlich der Begriff in der Frage selbst. Das heißt, der Student hat eigentlich gar nicht den Begriff gut erklärt. Das ist auch der Grund, warum das System hier null findet. Aber der Lehrer kann natürlich auch sagen, ja, trotzdem möchte ich noch einige Punkte geben. Oder sage doch, das ist wirklich null. Und außer dieser roten Stufen findet der Lehrer vielleicht auch Internet. Ja, geht da nicht darum. Oder das ist auch aller Gründe, warum das ist überhaupt nicht eine gute Antwort. Dann sage ich, okay, bin fertig mit der Bearbeitung. Aber diese bestmögliche Antwort, okay, das ist schon gut. Und dann sage ich, fertig, ich bin fertig, die Lehre ist es jetzt fertig. Und man sieht, dass das Gala hier auch grün wird. Der Student sieht jetzt, diese Frage 3 wird schon fertig beantwortet. Und der Grund liegt hier daran. Und eine mögliche Antwort als Musterlösung kann man hier ein bisschen lernen. Und jetzt bin ich fertig mit die Hauptfunktionen. Und dann gebe ich auch diese Link vom Prototyp bei unserem Chat. Ja, sehe ich jetzt Fragen hier? Ja, ich würde vielleicht chronologisch durchgehen. Die noch nicht beantwortet, die Frage von Herrn Schmidt. Wie lösen Sie das Problem der Binarität von richtig falschen Wortantworten und die Frage des Sinnzusammenhangs? Zum Beispiel, wenn ich schreibe unter Digitalisierung, verstehe ich nicht Analogizität subsumiert. Dazu, also ich hatte ja bereits gesagt, dass wir da jetzt als nächstes dran arbeiten müssen. Im Moment ist also die aktuelle Lösung des Systems ist ja, dass da die Kontrolle des Lehrenden noch mit drin ist. Wir diskutieren gerade so ein paar Möglichkeiten. Darunter fällt unter anderem auch, ob in Zukunft vielleicht da NLP notwendig sein wird. Das ist ein sehr schwieriges Thema, da bei Volltextantworten immer Argumentationsketten mit einfließen und es macht die Bewertung von Antworten deutlich schwieriger durch zumindest automatisierte Systeme. Wir suchen da auch im Moment noch nach kreativen Ideen. Wie gesagt, das ist ein Work in Progress. Also es ist noch kein abgeschlossenes, fertiges System. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Ansonsten können Sie sich natürlich auch gerne melden. Wenn Sie natürlich live sprechen, müssen Sie bedenken, die Sitzung wird aufgenommen. Welche Frage haben wir noch nicht beantwortet? Rechtschreibfehler. Ja, Hong, möchtest du etwas dazu sagen? Wie das System die Rechtschreibung aktuell einliest oder Cha? I Correct see. writing. Okay, I see. Oh, cried Almighty. So actually, that was a problem. So it's on our to-do list. So we also have some discussions. So should we automatically correct the students' typing? Yeah, but definitely, this is what we want to do. But definitely, on our recommendation, we want to guarantee there are no mistype. In that answer. Also, I see the other question regarding the how to say that the binary to HTAG and FASH. So actually, behind the thing is we are using the pure machine learning model to do the classification. That's why we grade student answer.
We also don't just want to give a grade. We also want to provide some hints why we give you such grade, and that's why we use the color highlights. So you can see sometimes we highlight several words in green and some words in red. So the red and green somehow give the students some hints. Let's say in this area, your answer contribute to your grading. So that means this with green, that means okay, you get some point for to answer this question. And of course, the red part, you should pay attention. Something maybe you misunderstood or something you don't fully understand. So that's why in AAT, we also provide the further recommendation. If you want to check out the red part, then you can click on that. Then you will see all the learning objects attached to this part. So then you can further to read or watch the video or listen to the audio to correct your knowledge. So how come we get the red and green parts? Then we come to the teacher side. So at the beginning, when we collect our data set, we ask the teachers, several teachers, try to annotate the existing data set. So somehow it's just roughly, it's not exactly the concept. It's kind of like if the teacher think this area really a good answer, then they will highlight some green and red. So we don't do the binary correct or incorrect stuff. This is right now our, it's kind of like algorithm behind that. Well, I think some question regarding the technical part to whom. Can you say something? I think it's most about the algorithms, and you have already answered it, right? It's about the machine learning or deep learning. Könnten Sie bitte den technischen Aufbau des AAT-Tools vorstellen? Wird zum Beispiel eine Auswahl an Antworten dem System vorgegeben, um danach zu kategorisieren? Wie haben Sie die Daten trainiert? ML oder, also Machine Learning oder Deep Learning, gut, also Deep Learning oder andere Machine Learning Methods, würde ich dann wohl sagen, und könnten Sie etwas zu dem Algorithmus sagen? Ist die Frage beantwortet worden mit der Ausführung so gerade eben? Frau Neudecker, waren Sie das? Nein, Frau Isenberg? Nein, okay. Ja, Hong, könntest du noch etwas dann dazu sagen, wie das System die Antworten, die es rückspielt, auswählt? Ja, dieser technische Aufbau, so viel verstehe ich die Frage. Das heißt, wir haben vorher ein Modell trainiert, eine Machine Learning Modell eigentlich. Wir haben verschiedene Methoden versucht, aber ist unser Datenset relativ klein und funktioniert diese Deep Learning nicht so sehr gut. Ein Machine Learning Modell haben wir vorher trainiert und dann beim System haben wir das Modell angewendet, das sowohl eine Frage von dem Student beantwortet, dann wird diese Sätze von Studenten mit diesem Modell so bewertet. Das wird so gemacht. Ist die Frage beantwortet? Oder? Und ja, vielleicht könntest du doch was über diese maybe can you talk about details about the algorithms? I think, yeah, actually, this is a quite simple machine learning model we use, because right now we have relatively small data set. We collect the answers from six type of question. Just to use machine learning model, of course, we test the five models. So I think I take this chance also to try to answer the question from Bernhard, because thank you for trying this and you got 0.5. So the reason one side is will be you not get 1.0. It's like so every question is not only about asking the
one concept. There is also context, and this is one side. The other side is currently our data set is quite small. Our accuracy is not high enough. So actually relative is around 44. That's why we develop it as a semi-automatic tool. That's why we give the teacher a chance to prove that. After several years, we collect enough data. If our accuracy about to like 80% or something, then we will get rid of the semi-tool. And also, I can see a question from Angelica. I have to interrupt you. Time is over. Maybe you keep it very, very short, and then this is the last question, right? Yeah, I think definitely a yes to your question. And actually, we already use high-level semantic knowledge-based domain knowledge. We have another tool, IFSC. It is totally based on knowledge-based. So it's also suitable for the K1, K2 as well. Wunderbar, dann müssen wir leider an dieser Stelle abbrechen. Ich sehe, es sind noch ein paar offene Fragen da. Sie haben aber ja auch in den nächsten Tagen oder heute noch die Möglichkeit, die SpeakerInnen anzuschreiben, anzuchatten, mit denen in Kontakt zu treten, in welcher Form auch immer. Ich denke, die sind da auch für weitere Fragen offen. Ja, schön, dass Sie alle da waren. Und dann beende ich hiermit die Session und Sie geraten dann zurück in die Lobby. Dankeschön.